Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind wieder auf der Hof Bergmann. Und wie ihr sehen könnt, hat sich am Kontostand einiges getan. Was ist passiert? Ich habe meinen Ford Transit erstmal verkauft. Der gab knapp 51.000 Euro wieder zurück. Ich habe ihn so gut wie gar nicht genützt. Also ich habe, glaube ich, noch 0,01 Arbeitsstunden drauf gehabt. Das können wir anders auch lösen. Nur, dass er in der Garage rumsteht, bringt nicht wirklich was. Dann habe ich noch mal Pflanzenöl verkauft an die Gastronomie, also an die Gaststätte. Und dann habe ich noch mal einen ganzen Kipper voll mit Weizen verkauft. Und auf Feld 1 habe ich ja im Hintergrund die Kartoffeln eingesammelt. Da habe ich auch ab, glaube ich, 104.000 habe ich, glaube ich, eingelagert. Und den Rest habe ich dann dementsprechend verkauft. Und daher hat sich am Kontostand ein bisschen was getan. Aber das nur nebenbei. Wir sind heute in der aktuellen 9 Beta 1.0.081. Und in dieser Beta hat sich grundlegend jetzt erstmal ersichtlich nichts getan. Es gibt aber ein paar neue Geräte sowie ein neues Ballenlager. So, ich zeige es euch mal kurz. Wir haben hier ein neues Ballenlager und zwar ein Kleinballenlager. Und das fast 216 Ballen, Quarterballen Stroh. Und das ist kompatibel zum Klaas Kleinballen Pack. So, ich platziere das jetzt hier mal schnell. Drehen wir es hier mal kurz. Und setzen wir das hier mal ab. So, wir können schon mal hinterspurten. Ist ein Ballenlager, so wie jedes andere auch. Beim Platzieren leer und wie gesagt hier Ballenmenü 216 passen rein. Dazu aber später mal mehr. Und dann gibt es im Shop zwei neue Dinge unter Ballentechnik. Sehr, sehr gefüllte Kategorie. Aber wir werden es finden. Und zwar, wir kommen dem näher. Wo sind die Glassachen? Da sind sie. Es gibt einen Markant 65 und einen Markant BL 48. Gut, wir werden uns dem mal annehmen. Und können hier erstmal, ups, das wollte ich nicht, die Farbe dementsprechend ändern. Hier seht ihr, passiert erstmal nichts, weil das wirklich nur für den Auswurf gilt, sozusagen, der dann eine andere Farbe hat. Und die Geschwindigkeit drosseln mal ein bisschen auf 10 km/h. Das Gerät ist, wie gesagt, alles noch in der Beta. Kommt noch nicht so ganz klar mit der Standardgeschwindigkeit. Aber wir kaufen ihn mal. Und natürlich dann auch dieses nette Gerät, wo wir auch dementsprechend die Farben verändern können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die grüne Glasfarbe finde ich schon Hammer. Und dieser schnucklige Hänger umfasst oder fast 48 Miniballen und den kaufen wir natürlich auch. So, zack. Und die haben wir jetzt hier auf dem Hof. So, da stehen sie. Machen wir mal kurz ein kleines Foto für unser Thumbnail. So. Das passt. So, dann brauchen wir ein Fahrzeug. Und zwar habe ich schon eins zum Händler gefahren. Aber ich habe natürlich einen Lieferservice.
Und somit braucht er, hätte eigentlich nicht zum Händler sollen oder müssen. Somit fahren wir ihn schnell nach Hause. Und wir haben dadurch, ich habe euch vorher schon gesagt, woher das ganze Geld gekommen ist. Hier Verkehrsstellen mitgenommen, das kostet bestimmt Strafe. Ich habe Weizen verkauft. Den Weizen habe ich aber nicht aus meinem Silo hergenommen, sondern ich hatte auf Feld 4, Feld 4 war es, glaube ich. Genau. Fahren wir hier gerade vorbei. Auf Feld 4 Weizen gehabt und den habe ich geerntet. Habe ich so, wie er geerntet wurde, gleich verkauft. Wo habe ich den verkauft? Ich glaube im Malzwerk oder Malzhändler oder so. Da gab es knapp 120.000 Euro dafür. Und war ein kompletter Krone-Kipper voll, 56.000 Füllvermögen oder so. Aber, ja, wie gesagt, dann den Fortanalysit verkauft. Und noch einiges an Kartoffeln. Und dann noch eine Fuhre vom Pflanzenöl. So, jetzt sind wir vor lauter Erzählen am der Einfahrt vorbeigefahren. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz wenden. So, dann hier rein. So. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz. Das ist nämlich ein Zweigespann. Also wir hängen sozusagen diesen schnuckligen Hänger jetzt dann hier hinten hin. So, rein mit dir. Und hier rückwärts dran. So, zack, angehängt. Und dann machen wir hier das Menü weg. Und dann fahren wir hier, zack, hier rückwärts hinter. So, hoffentlich das klappt jetzt aufs erste Mal. Zack, angehängt. Nee, abgehängt. So, das hat nicht geklappt. Dann schauen wir nochmal hier. So, hängt dran. Schauen wir, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Genau, hier unten Stromkabel hängt dran. Hier haben wir Luftdruck und die Kardanwelle. Und dann würde ich sagen, starten wir auf Feld 4. Dort haben wir ja noch einiges liegen vom Mais. Und vorsichtig hier. Und den holen wir uns mal und produzieren wir unsere ersten Mini-Quarterballen. So, und wie ihr vielleicht schon seht, ist es kein hundertprozentiges ja, nachgezogenes Gerät, sondern wieder wie so eine, wie die Kartoffelerntmaschine eigentlich, so ein bisschen versetzt. Also wir fahren sozusagen neben der Schwart. So, jetzt machen wir hier das Infomenü an, dass wir mal sehen, was passiert. Wir müssen jetzt erstmal natürlich auf den ersten Weg. Wir müssen aufklappen. Gibt es leider aktuell keine Animation. Vielleicht kommt zur finale Variante dann eine Animation, aber aktuell siehst du nicht, was hat er aufgeklappt, was nicht. So, dann schalten wir ihn mal ein. Weiß nicht, ob man da aktuell was sieht. Man sieht zumindest was arbeiten. Und hier gibt es beispielsweise hier, also für den Hänger hinten, ich habe jetzt auf den Hänger umgeschalten, musst du wählen zwischen Arbeit und Transportmodus. Wir haben natürlich den Arbeitsmodus und wollen Ballen vom Boden sammeln, deaktivieren oder aktivieren. Das ist, wenn beispielsweise ein Ball in Runden fallen würde oder wir jetzt mit einem anderen Fahrzeug hinterherfahren würden. Aber, wie ihr gleich sehen werdet, wir schmeißen
Oder die Ballen fallen automatisch auf den Hänger. So, sobald die ersten Dinger hier voll sind. So, hier seht ihr, hier kommen sie schon raus. So, machen wir hier auch mal zu. So, Fahrt passt hier alles. Und dann kommt hier der erste. Moment, Moment, Moment. So, zack und blumps, seht ihr. Und unten steht dann Hochdruck-Quarterballen. Und davon passen, glaube ich, was habe ich gesagt, 48 auf den Hänger. Aber hört sich jetzt relativ viel an. Aber die eine Spur hier auf Feld 4 werden 6 Quarterballen sein. Natürlich im großen Stile bei Weitem nicht so viel. So, und hier... die Kurve war ein bisschen zu extrem. Wir nehmen die nächste Variante. Ist, glaube ich, besser. So, und wie wir jetzt hier sehen, hier haben wir jetzt einen verloren. Und dieser hat zwar 500 Liter, hat aber nur ein Gewicht von 15 Kilo. Also kann ich, ohne dass ich irgendwelche Skripte im Hintergrund laufen lasse, dass ich mehr tragen kann, einmal frei heben und habe sozusagen sehr handliche Quarterballen. Statt 4000 habe ich 500 und auch relativ schön tragbar. So, jetzt fahren wir mal hier schnell unsere Bahnen ab, bis er voll ist. 16, 17, was haben wir gesagt? 48 passen, glaube ich, drauf. Genau. Haben wir jetzt noch ein bisschen zu fahren, aber geht ja doch relativ schnell. So, die Hälfte haben wir gleich. So, fahren wir hier wieder die zweite Bahn an. Zack, der ist runtergefallen oder kam der drauf? Ich weiß es jetzt gar nicht. Gesehen, liegen gesehen habe ich ihn jetzt nicht. Nein, er ist tatsächlich noch draufgefallen. Passt. So, hier ein bisschen aufpassen. Mal hier nicht zu weit rüberfahren. So, 28. 29 und die 30 voll gemacht. Jetzt die letzten 18 Stück. Heißt, eine Bahn noch nach oben ziehen und dann dürfte der Hänger voll sein. So. Der blieb drauf, sehr gut. So, 38, 39, 40. So, wir sind gleich voll. Die Nummer 42. Und dann würde ich euch gerne nochmal das Abladen in dieses Ballenlager zeigen. Und dazu würde ich aber gerne mal den Hänger voll machen. Aber das haben wir jetzt gleich. So, 47. Und die 48 ist runtergefallen. Aber so, hier haben wir die 48. Wir hängen den Hänger mal ab. Hängen die Maschine. Jetzt können wir natürlich die Ballen an den Boden fallen lassen. Wir können sie ja später auch durch den Hänger vom Boden aufsammeln. Das
ist dann wie so ein Autolord Anhänger. So, hängen wir ihn mal an. Und dann fahren wir mit die 48 zu unserem Ballenlager, das wir ja gerade eben gekauft und aktiviert haben. So, fahren wir hier, kommen wir hier vorbei. Steht hier doch ein bisschen bescheiden. Aber wir sollten vorbeikommen. So. Jetzt fahren wir schnell hier rum. Auch wenn wir hier, glaube ich, auf einem kleinen Dienstweg auch anders hingekommen wären. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob ich hier es es gibt tatsächlich Spanngurte, die aber nicht funktionieren. Zumindest nicht sichtbar funktionieren. Okay. Also, er zeigt mir zwar an, dass man Spanngurte anbringen und lösen kann, aber er macht jetzt keine Spanngurte drauf. So, wie ihr seht, schiebt er hier durch die Wand die Ballen durch und wie ihr seht, schöner Effekt. Wir haben relativ viel Ballen durch die Mauer durchgeschoben, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Ich habe den Hänger mal schnell umgestellt. Ah, seht ihr? Die Spanngurte sind hier. Den Hänger mal schnell umgestellt, dass er vom Boden aufheben soll. Schauen wir, ob er das tut. So wie gewünscht. So. Das tut er. Soweit die Pickup-Grenze ist relativ gering. Also man muss schon ziemlich genau an diese Ballen hinfahren. Und die Ballen hier lädt er irgendwie gar nicht so. So, die hat er jetzt genommen. Und die hier oben. Ups. Die will er irgendwie gar nicht. So, dann. Was machen wir? Steigen wir kurz aus. Und dadurch, dass wir ja die nehmen können, schmeißen wir sie kurz auf den Hänger. Sind zwar einige, aber hilft ja nichts. So. Zap, zap. So, jetzt bleiben wir natürlich hier im Gestrüpp auch noch hängen. So, ich probiere es jetzt nochmal mit rückwärts dran rangieren. Vielleicht geht's dann. So, und jetzt hier rückwärts rauf. So, er nimmt leider keinen auf. Schade, Schokolade. Vereinzelt, also so ganz astrein funktioniert dieser Load hier noch nicht. So, wir schauen uns noch mal kurz an, wie viel hier noch liegen. Die schmeißen wir noch kurz mit der Hand hier drauf.
So, mit der Hand funktioniert es eigentlich relativ gut. Solange die Ballen über dem Hänger sind. Ich glaube, dass er aktuell eher noch ein Problem mit der Runde hat. Somit hat das mit dem Dahinterfahren nicht so ganz geklappt. Aber wir sind ja geduldig. Laden sie schnell mit der Hand auf. Auch wenn man nicht alle so gut in die Hand nehmen können. So, zack. Und zack. Und zack. Ja, lass los. So, zwei Stück liegen noch, oder? Einer noch. So, das müsste es gewesen sein. Wie viel haben wir jetzt da dahinter geschoben? Tatsächlich, was steht da? 36 Stück. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. So, mit neuer Versuch, ein bisschen weiter vorne stehen bleiben. Der Trigger ist sozusagen relativ gering und wir müssen natürlich aufpassen, weil natürlich den kompletten Stapelballen da nach hinten schiebt. Somit bleiben wir einfach ein bisschen weiter weg stehen. So, wir stellen uns diesmal hier hin. So, sollte reichen. Wir laden ab. Zap, zarab. Und den Rest schieben wir rein. So, wir schauen uns kurz an. Hier haben wir unser Ballenlager. Wir haben hier 48 von 200 drin. Oh, vier Stück können wir jeweils rausnehmen. Steht dann hier als Haufen da. Und können wir natürlich dementsprechend dann natürlich auch wieder einlagern. So, das war's. Das wollte ich euch zeigen. Es wird noch das eine oder andere bestimmt gefeilt dran. Wie gesagt, Beta-Version aktuell in diesem Class Mini-Ballen, Quarter-Ballen, Add-on. Aber fürs Erste schaut er jetzt schon relativ gut aus. Das ein oder andere Trigger, Vergrößerung und kann man noch tun. Aber im Großen und Ganzen läuft es schon relativ gut. Ich mache jetzt hier im Hintergrund meine Quarterballen weiter, fülle mein Lager auf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Xbox Chris.